So, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ja, gestern fiel die Folge leider aus, weil ging es nicht ganz so gut. Es ist heute auch noch nicht viel besser, aber ein bisschen. Es geht soweit auf jeden Fall, dass wir heute eine weitere Folge aufnehmen können. So, trotz alledem habe ich gestern und auch vorgestern schon mal so ein bisschen vorgearbeitet, was unser Kläacker hier betrifft. Und wir werden heute in der Folge weitermachen. Wie gesagt, soweit wir kommen in einer halben Stunde. Und den Rest mache ich dann, wie gesagt, offscreen. Morgen ist ja nichts, also kann ich das morgen in Ruhe fertig machen. Und Samstag und Sonntag haben wir ja wieder unsere. Sind wir wieder auf der Spacobo. Da freue ich mich dementsprechend auch schon drauf. So, Timo Martin ein bisschen einstellen. Ich habe nochmal den Schlepper getauscht, weil der Klaas, der Xerion, der alte, der ist nicht schlecht, aber das ist nicht so mein Fall. So. Ja. Und das ist nicht unser Schlepper und das ist auch nicht unsere Gerätschaft. Das gehört alles zum LU Beckmann. Der ist jetzt auch endlich completely im Dorf eingezogen, kann man sagen. Also das heißt eingezogen, aber die Gerätschaften sind alle da. Soweit. So viele Gerätschaften hat das Lohnunternehmen auch nicht. Also das ist doch nicht ganz so schlimm, weil wir haben ja auch einiges selbst an Gerätschaften. Ich habe den, wie gesagt, den zweireihigen Kartoffelruder jetzt nochmal ausgetauscht. Da ist dann, steht allerdings auch beim UL Beckmann, unsere Einreiger Roder, der dementsprechend dann von uns dort ausgeliehen wird, weil ihr seht ja selbst, wir haben nicht mehr so viel Geld oben. Und da ist es dann schlecht, sich dann noch einen eigenen zu kaufen. Beim Händler steht jetzt unser 824. Der hat einen Anhänger für Ballen und für die Gemüsekisten. Da wollte ich jetzt nachher noch, oder ich wollte eben noch Gemüsekisten kaufen, aber das mache ich dann, weil ihr seht ja oben auch, ne? Regen ist angesagt. Wir müssen dementsprechend dann noch die Ballen runterholen, die wir vom Haferstroh gepresst haben. Und da reicht der Anhänger auf jeden Fall. Es ist kein großer, es ist ein kleiner Reisch. Das ist der von. Das müsste von Vertex sein. Das ist der von Vertex, genau. Oder das sind die Reisch von Vertex. Dann werden wir dort dementsprechend die Ballen aufladen. So, wir sehen das ja nicht. Sind ja, glaube ich, nur 12 Stück geworden oder irgendwas. Es müssten ja entweder 10 oder 12, irgendwie sowas. Habe ich jetzt auch nicht genau gezielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, der. Oder das LU ist sehr stark New Holland. Was heißt belastet, aber. Von den Schleppern her sind dort die New Holland vertreten, bis auf einen neuen 26 Favo. Ob der dann da bleiben wird, das müssen wir dann sehen. Das weiß ich noch nicht. Da gucken wir dementsprechend mal. Je nachdem. Es kann sein, dass wir den dementsprechend eventuell übernehmen werden.
Dafür geht dann eventuell der Siebener weg, der Gemeinschaftsschlepper von dem Betrieb. Und dann nehmen wir den 926 als Gemeinschaftsschlepper. Da muss ich mal nochmal gucken, wie das aussieht, mit ob wir für den dann dementsprechend eventuell. Haben wir den Jungen? Muss ein bisschen ziehen, wa? Noch Pflegereifen bekommen. Weil die brauchen wir dementsprechend, wenn wir nachher in die Karotten, Pastinaken und Rote Beete-Ernte gehen. Das wirst du wohl schaffen hier. Aber da habe ich noch nicht nachgeguckt, ob wir für den dann dementsprechend. Wartet mal ganz kurz. Nee. Ich dachte gerade, bei mir hat es geklopft, aber hat es nicht. Das hat mich jetzt auch völlig aus dem Konzept gebracht. Ja, wie gesagt, Pflegebereifung. Müssen wir gucken. Und wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir, glaube ich, immer noch den 7810. Der hat Pflegebereifung, oder auf den können wir Pflegebereifung aufbauen, draufziehen, das weiß ich. Dann nehmen wir halt den vor den Ruder. Wie gesagt, der Ruder braucht nicht so viel PS. Ich glaube, 150 PS braucht der oder ein bisschen weniger sogar noch. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube ja. Aber hundertprozentig sicher. Meine Güte. Entschuldigung, sorry. Hundertprozentig sicher bin ich mir jetzt auch nicht. So, mein lieber New Holland, was ist denn mit dir los? Ich würde sagen, der hat so leichte Motorprobleme. Das hat der. Was hat das irgendwo uns denn hier angedreht, sag mal? Aber der hätte ich auch mit meinem fahren können und hier dann lieber mit 8 km/h rumeiern, anstatt hier, keine Ahnung was, da heißt es noch, wir waren das. Irgendwas stimmt mit dem Schlepper nicht. Der verschluckt den dauernd, würde ich sagen. Der hat leichte. Irgendwie kriegt der nicht, der kriegt keinen Sprit so richtig. Vielleicht sollte man da mal die Spritfilter wechseln. Wäre mal gar nicht so verkehrt, wenn man da mal zwischendurch auch die. Filter wechselt. Naja. Aber das soll nicht unser Problem sein. Das ist das Problem vom. Dementsprechend vom Lohner und nicht anders. Also das mache ich jetzt nicht auch noch. Da investiere ich jetzt mit Sicherheit kein Geld. Ja, mal gucken, wie weit wir kommen. Ob er dann gänzlich doch ganz stehen bleibt oder komplett verreckt. Nee, auch noch ein bisschen mehr Gas geben. Der kriegt keinen Sprit, der Gute.
Also ich bin's nicht hier, ich kann den Controller weglegen. Ich mach das nicht. Das bin ich nicht. Nee, da müssen wir mal einen Schleppertausch vornehmen. Das geht so nicht. Der versagt mir noch komplett oder kriegt noch weitere Probleme oder geht noch mehr kaputt. Das will und werde ich nicht verantworten. Das mache ich nicht. Das machen wir nicht. So, dann müssen wir hier leider mal eben abhängen und dann werde ich den Schlepper mal eben wegbringen. Das geht so nicht. Aber also das ist. Dann hole ich mir lieber den neuen 26. Das ist auch wieder typisch, ne? Kommt auch überhaupt nicht voran, ne? Immer ist irgendwas. Das ist echt schlimm. Naja, ich möchte auch zu der. Ah, was krabbelt mir da dann im Hinterkopf? Oh, hier ist die scheiß Fliege. Ja, das hat er auch bei Vollgas. Also der mit dem. Der sollte mal in die Werkstatt. Oder vielleicht ist auch die. Nee, das sage ich jetzt lieber nicht. Weil es sind vom Prinzip her sind es keine schlechten Maschinen. So, mal Tempomat hier mal. Aber das machen wir so nicht. Das bringt nichts. Nee, hat er auch jetzt noch. Das hat er auch jetzt noch. Der kriegt kein Sprit. Und hundertprozentig. Na, was macht ihr hier? Hundertprozentig die Spritfilter komplett verdreckt. Oder das ist jetzt irgendwas in den Einspritzdüsen, das kann natürlich auch sein. Das ist natürlich auch möglich. Stelle ich hier auch gleich mal in den Werkstattbereich. Das. Was ist hier eigentlich so laut? Sag mal. Was ist hier so laut? Mühle ist so laut hier. Oh, Alter, das ist auch mal, die müsste auch mal ein Tick leiser gemacht werden. Die ist ein bisschen sehr arg laut. So, er sagt ja, der steht hinten in der Halle. Ja, da steht er. So. Ich hoffe, das sehe ich jetzt nicht. Dass mit dem alles in Ordnung ist. Boah, alter Falter. Da muss ich aber. Kopfhörer mal einiges leiser drehen. Cool. Da fliegt mir da Blech weg. Aber ich falle jedes Mal noch rein, ne? Mann, das ist auf jeden Fall da hinten.
Ja, Junge, du hast auch schon Vorfahrt gehört, ne? Ach ja, immer diese Unterbrechung. Aber letztendlich, bevor wir ihn ganz kaputt fahren oder bevor dann weiß der Geier, was uns passiert. Und das muss nicht sein. Dann war irgendwie Schaden am Betriebssatz nachher und dann dürfen wir da bezahlen. Nee. Das riskiere ich gar nicht erst. Oder das hier ja eh schon fast unser ist. Im Grunde genommen. Nee, Blick aus. Vielleicht. Ist der Lohner ja auch bereitwillig einfach mal zu tauschen, obwohl das ein blöder Tausch wäre, nur noch genommen. Also vom Sachwertverstand her auf jeden Fall, weil der 726 hat ja vom Prinzip her ein bisschen, noch weitaus ein bisschen was an mehr Wert als wie. Als wie der 826, da als wie der 926. Aber schauen wir, müssen wir mal gucken, was der gute Hannes dazu sagt. Ja, also der Besitzer vom Schweinemastbetrieb, weil das ja halt gemeinsamer oder Gemeinschaftsschlepper ist. Der halt, was war das denn gerade? Der 726. Und da schauen wir erstmal. So, aber ich trinke jetzt mal einen Schluck Kaffee. So. Tempomat rein. Er sollte ja locker die 12 schaffen. Auch wieder. Das ist doch Leistung. Ja, da kann so ein älteres Modell, oder nicht ganz älteres Modell ist es auch nicht, aber so ein T7 halt nicht so ganz mithalten. Ne? Besonders nicht, wenn da irgendwas von der Einspritzung oder vom Motor irgendwas nicht stimmt. Aber auch so kann der nicht mithalten. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Aber Schlepperauswahl, das ist hier jedem seins. Ne? Der eine so, der andere so. Und wenn der gute Herr Beckmann das für sinnvoll hält, was er da auf dem Hof stehen hat, naja, dann. Dann soll er mal machen. Dann soll er mal machen. Naja, und wir haben ja auch Ruhe. Weiß gar nicht, was hat der 926? Knapp 270, ne? Bin ich der Meinung. Brauchen tun wir eigentlich fast, also
Ja, 300 mit der Kombi hier. Das Schöne ist aber, wir haben hier dementsprechend auch gleich Saatbett. Das ist ganz gut. Weil wir die Ringwalze hinten dran haben. Und hier werden wir dann ja entweder wir unterteilen die Fläche nochmal, das weiß ich nämlich auch noch nicht, dass wir hier nochmal zwei Flächen draus machen. Und dann machen wir einen Teil Raps und den anderen Teil machen wir dann erstmal Zwischenfrucht Ölrettich drauf und dann zum Frühjahr halt Klee hin. Sehen wir dann, holen wir dann Klee hier drauf mit. Oder wir machen komplette Fläche halt dementsprechend erstmal Raps. Und dann das darauf folgende Jahr dementsprechend halt Klee, aber mal gucken, das weiß ich noch nicht genau. Je nachdem. Wir haben ja auch noch reichlich Luzerne, also von daher bräuchten wir jetzt nicht unbedingt Kleesilage für die Kühe. Noch sind ja auch keine Tiere da, also von daher ist da der Gedankengang auch noch gar nicht ganz so ganz wichtig. Aber Raps wäre halt wichtig für die Futtermischung für die Schweine dementsprechend. Das nimmt Hannes uns ja ab. Das hat er ja schon gesagt, ne? Du, das Stroh, was da hinten liegt, das kriegt er jetzt auch erstmal. Das brauchen wir auch noch nicht. Weil was soll das bei uns rumliegen? Das wäre unnötig. Und so kann er das nutzen, auch wenn es nicht viel ist, aber da kommen ja momentan auch noch nicht so viele Schweine. Ich glaube, irgendwas sagt er von 15, 16. Ich glaube, irgendwas von 15, echt zwischen 15 und 18 sollen das werden. Mehr werden das dementsprechend erstmal nicht. Aber ja, das ist ja auch nicht ganz unsere Sache. Ne? Da wollen wir uns ja auch gar nicht erst großartig irgendwie dementsprechend dahingehend einmischen. Und Zuckerrüben und Kartoffeln sind ja auch noch nicht da. Also von daher, ja. Ja, die Bäume hier drauf, die werde ich wohl auch wegnehmen. Wir müssen allerdings noch ein bisschen warten, weil jetzt dürfen wir da noch nicht. Dann müssen wir bis Oktober warten. Sonst gibt es nur wieder Ärger hier mit der Gemeinde. Und das wollen wir auch schließlich vermeiden. Ne, wir wollen ja alle hier miteinander und nicht gegeneinander.
Ja, aber ich glaube, das ist eine ganz gute Entscheidung, wenn wir dann tatsächlich den. Aber vielleicht werden wir, ich glaube, das ist sinnvoller, wenn wir den 8, den 8, den 726 dann dementsprechend, dementsprechend verkaufen. Da werde ich mit ihm nochmal schnacken. Und dann kaufen wir den 926. Und vielleicht dementsprechend noch eine Maschine dazu, die wir eventuell noch brauchen oder irgendwas oder noch einen Anhänger. Je nachdem. Mal gucken. Aber das werden wir dann demnächst entscheiden. Das ist ja nicht, muss ja auch nicht von heute auf morgen das Knie gebrochen werden. Davon mal ganz abgesehen. Ja, wir sind aber auch gleich wieder am Ende dieser Folge. Und diesmal gibt es kein Überziehen. Diesmal wird nicht überzogen. Aber hier von dem Stück ist auch nicht mehr viel nach. Wie gesagt, sehr schnell. Da kann ich. Morgen gibt es kein Stream, keine Folge, kein gar nichts. Dann werde ich das hier fertig machen. Samstag sehen wir uns dann schon auf der Spacombo wieder. Da freuen wir uns schon wieder richtig drauf. Also da habe ich so richtig, richtig Bock drauf. Und dann, wenn die Oberschwaben draußen ist, die von Juri, dann werden wir wohl dementsprechend dann auch. Ich denke mal, wir werden dann wechseln von der Ostseeküste auf die Oberschwaben. Weil die Ostseeküste bräuchte tatsächlich mal oder doch nochmal so ein Mini-Update, was die Splines betrifft, was das mit dem Klee betrifft, weil der ja auch nicht dementsprechend in Silage gepresst werden kann, also Silageballen. Und ich weiß auch nicht, wie das aussieht mit Klee-Silage im Fahrsilo, das kann ich auch nicht sagen. Das habe ich noch nicht getestet, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob andere Leute schon getestet haben nach dem Update. Ich weiß nicht, wie es da aussieht momentan. Weil jetzt noch ein drittes Display mit dazu nehmen, das wird nichts werden, das würde ich nicht schaffen. Und ich denke mal, das ist eine ganz gute Lösung. Weil auf die Oberschwaben von Yogi, da freue ich mich auch schon richtig drauf. Gesetzten Fall ist natürlich, dass Giants das durchlässt, dass die auch von Konsolen kommen mit dem ganzen sowieso. Wie Yogi sie jetzt gebaut hat, sind da keine Skripte verbaut, davon abgesehen. Aber es ist ja letztendlich immer noch die Entscheidung von Giants. Das letzte Wort hat ja immer Giants da dementsprechend. So, siehste, wir sind auch für heute wieder am Ende der Folge angekommen. Ich sage wie immer recht herzlichen Dank fürs Dabei sein, fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann Samstag auf der Spacombo. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, bei euch scheint auch die Sonne so wie hier. Gestern kam hier, keine Ahnung, Sturzbäche runter. Und dann sehen wir uns Samstag. Bis dann und macht's gut. Ciao, ciao.